über 17, Leute. Das ganze System wurde hier überarbeitet und deswegen dachten wir, wir machen mal einfach mal ein chilles Elfmeterschießen. Genau. Stefan gegen mich, Dortmund gegen Bayern, ja? Ja, Mann. Und ihr werdet jetzt sehen, die Elfmeter sind komplett anders geworden. Ne? Also das ist voll schwer geworden. Bei jedem Elferschießen Eier flattern, ohne Witz. Man weiß nicht, ob der geht oder die ersten 5 Elfmeter, die wir auf der Gamescom hatten, die haben wir alle daneben geballert. Oder so Cooler-Bälle, ne? Aber das haben die geil gemacht, ne? Auf jeden Fall, ja. Das finde ich viel, viel besser. Okay. Weil sonst weiß man immer, okay, der geht links, rechts, aber so weißt du echt nicht, wo der hinfliegt. Ja. Du musst auf jeden Fall die Hilfe deaktivieren. So, Leute, ich schieße den ersten. Ist die Hilfe aus, ja. Okay, komm. Okay, ich guck mal, wo du hinfliegst. Okay. Komm, hab ich. Ja! Richtig lucky. Okay, ja, du musst die Hilfe auf jeden Fall ausmachen. Guck mal jetzt, ich zeig dir, wie das geht. Guck mal jetzt hier. Ja, dann ballert ihr da rein. So. Okay. Oberme. Ah. Die sind... Oh, geil! Was? Was ist das denn? Richtiger Neuer, ey. Geil, das kann man jetzt auch machen, den Anlauf variieren. Ja, genau. Es sind so viele neue Sachen. Ich mach mal jetzt Roberto Carlos hier beim Elfmeter. Oha. Komm mal jetzt, Alter. Komm mal, hau einen raus. Und BAM! Sauber, 2-2. Okay, deine Elfmeter, die gerade reingegangen sind, ey. Ich zeig dir jetzt erstmal einen kranken Elfmeter. Das will ich sehen, komm. Oh. Boah! Der war sexy. Das ist auch mein. Ja, man kann jetzt neuerdings in die Ecken lupfen, das ist auch ziemlich nice. Jetzt hier. BAM! Der Junge haut der einen nach dem anderen rein. Die sind präzise. Okay, aber es ist nicht so einfach, wie es ausschaut, Leute. Ja. Auf keinen Fall. Halt dich jetzt. Boah, dieser Lupfer sind schon sexy, Alter. Geil. Ich will jetzt auch. Okay, wenn du jetzt verballerst, dann musst du noch reinmachen. Komm, Henning. Baller den rein! Ganz locker, easy. Locker. Immer noch, jeder hat seinen Elfer reingeballert. Okay, Henning, komm, jetzt hau ich dir voll einen rein. Komm her. Bam, Junge! Der war stark. Okay, wenn du jetzt verschießt, habe ich gewonnen. Als ob. Dann wird das ein sehr kurzes als Video. Okay, ich komm. Jetzt. In die Mitte! Ja! Gutes Match. Ja, Leute, das Elfmeterschießen ist ja auf jeden Fall richtig nice geworden. Ja, das wollten wir euch mal unbedingt zeigen. Bei Freistößen, Ecken und so wisst ihr ja auch wahrscheinlich, dass da einiges überarbeitet wurde, dass man den Anlauf variieren kann, dass man jetzt nur noch bei Ecken so einen Punkt angegeben hat, wo man hinschießt und sowas. Das ist alles auf jeden Fall überarbeitet worden und finden wir auch eigentlich ganz cool, oder? Auf jeden Fall. Also das neue Elfmetersystem ist richtig nice, weil man viel mehr Möglichkeiten hat. Das ist irgendwie individualisierter. Ja, man ist jetzt wirklich so, man muss... Ja, man denkt, man schießt selber. Man bräuchte nur so eine 3D-Brille, bist du selber drin. Virtual Reality-Brille, Alter. Ja, Leute, das war zwar ein sehr kurzes Video, aber ich denke, es hat euch trotzdem gefallen, weil es einfach eine Neuerung ist. Ihr wolltet das sehen, wir wollten es euch zeigen. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die weiteren FIFA wie 17 Videos von uns aus. Und schaut bei denen... Hä? Niemand mehr hier. Ja, keiner mehr da. Die Ausfallalarm. Okay, Leute, haut rein und ciao. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem El Clasico. Barcelona, Real Madrid. Heute am Start haben wir PMTV zu unserer Linken und zusammen mit dem Badeschlappen. Und natürlich bei uns im Team. Philipp. Dankeschön. Ja, Leute, wir machen heute ein 3 gegen 3. Wir drei.